Servus und willkommen zurück. Nächste Folge. So, wir machen ein bisschen langsamer. Ich muss tatsächlich mal gucken, dass hier das Ganze ein bisschen nach oben geht. Boah, Alter, Luftqualität minus 21, krass. Ja, ich muss das unbedingt nach oben pushen hier alles. Aber doppelte Geschwindigkeit soll erstmal ausreichen. Und wir müssen mal dieses Handelszentrum bauen, damit wir die Nebenmission hier erfüllen. Ich weiß nämlich nicht. Weil wir haben gerade 0. Keine Ahnung. Ob das irgendeinen Effekt hat, wenn wir das nicht machen. Also irgendeinen negativen. So, oh Gott, Arbeitslosigkeit 9%. Krass. Minus 4. Oh Gott, Wasser müssen wir auch schon wieder machen. Alter Schwede. Wir bauen mal eine Kläranlage. Dann machen wir mal hier so eine. So einen Luftkondensator. Können wir mal zwei bauen. So, Energie haben wir. Wir können das Ding natürlich auch nochmal upgraden dann. Wenn wir genug Geld. Geld, sag ich schon. Genug Naniten haben. So, 57%. Krankenhaus müssen wir mal upgraden. Das Problem ist, wir verbrauchen halt exorbitant viel Wasser für die Produktion hier. Ach, ich wollte eine zweite Dings bauen, eine zweite Mühle, ne? Oder habe ich die schon gebaut? So, erstmal mal hier die Quinoa-Ding. Für Kupfer. Aha. So, nächste Mühle. Okay, wir haben hier sogar schon eine zweite Mühle. Dann gibt er abreißen. Und hier machen wir Grogibohnen. Wir machen Mehl. Und wir machen dann daraus Pasta. Ah, so, ich muss unbedingt hier. Hier Bernsteinwonne muss ich machen. Sternschein Gesundheit. Xenoschein Zufriedenheit. So, Verstärkerausgaben. Müssen wir auch mal so ein, zwei noch bauen. Wohnung haben wir noch. Ja, Wasser ist niedrig, ich weiß. Wasserelektrolyse ist egal. Ist unbedingt hier auf 22 Kolonisten gehen. Kann ich da noch eine hinsetzen? 14. Egal, besser als ja nichts. Wir brauchen Wasser. Okay, das Hochhaus müssen wir upgraden. 130. Oh Gott, dammit. Ach, jetzt habe ich mir das hier zugebaut, wa? Da müssen wir kurz nach oben gehen. So, Wasser niedrig. Luftqualität ist immer noch niedrig. 51. What? Alter, die Luftqualität hier ist so bescheiden. Viel für die Luftqualität machen. Luftfilter. Können wir auch nochmal ein, zwei setzen vielleicht. Die müssen wir auch mal auf Stufe 3 hochpushen. Wo sind unsere Chemie-Dings? Mittlerweile blicke ich nicht durch, wo was ist. Da. Okay, Nanomedikamente machen wir mal weg. Dann gehen wir auf Bernsteinwonne. So, die Krankenhäuser agieren, glaube ich, ganz gut. Oh,
Ne, jetzt sind hier wieder... Oh, jetzt sind hier solchen Dinger. Ach, Kacke, Alter. Ach, das ist natürlich auch wieder super bitter. Oh, und überall diese solchen Dinger. Oh. Wir sind gleich richtig am Arsch. Richtig groß am Arsch. So, vernichtend, okay. Solchen Impfstoff. Ah, Mais-Sirup lassen wir mal. Nahrung ist okay. Wasser. Ah, Wasser ist schwierig. Wasser ist auch wieder so eine Sache. So, Habitatstufe 3. Warum ist blockiert? Also Flüchtlinge schaffen wir. Wie gesagt, das Problem ist nur, dass wir irgendwann das Ganze nicht mehr korrigieren können. Okay, Zufriedenheit geht nach oben auf 60%. Ich hoffe, das hängt ein bisschen mit der Luftqualität zusammen, die wir jetzt wieder verbessern. Ich muss eigentlich noch relativ viel auf Wasser setzen. Okay, da müssen wir mal eine Baudrohne hinknallen. Warte mal. Ach, Kacke. Nee, warte mal. Sorry. Wir machen es mal hier hin. So. Okay. Was ist da los? Oh, viel Kriminalität auch noch. Wo denn? Hier hinten. The reports of low food supplies are quite concerning. Please make sure your colony increases food cultivation. So, exportiere Reis. Okay, als nächstes also Reis. Das müsste jetzt der erste erfolgreiche Abschluss sein einer Mission, oder? Warum ist das bei 0%? Ach, weil wir noch keine Hauptmission gemacht haben. Ja! Ah! What? Alter Schwede. Du baust dir nur Luftfilter. Heftig. Arbeitslosigkeit 11%. Alter. Nanitenprozessoren. Wo sind die Dinger? Da. Okay, Eisen haben wir genug. Können wir noch einen zweiten nächsten Nanitenprozessor bauen? Low Food. Wasser geht jetzt wieder nach oben. Nahrung eher nicht. Zoll 6. Flüchtlinge haben wir aber bald. Kapazität haben wir noch nicht ganz erreicht. So, wir bauen noch mehr Wasser. Okay, können wir nicht. Und wir bauen mehr Farmen. So, Quinoa. Das können wir uns mal aufheben. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf. As you recall, the Constitution guarantees your citizens the right to vote on their colony governor. It looks like that time is upon us again. Upon us again. 2,7. Ah, machen wir mal eine Melonenfarm. Ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. So, 68%. Also die Zufriedenheit steigt immerhin schon mal extrem. Da bin ich ja ein bisschen froh, dass das jetzt langsam wieder nach oben geht. Das war auch super dämlich, aber egal. Da hinten will ich eh nicht hin. Ach, pro Kolonist. Wir haben noch... Kojibon. Entari-Brot. Gebrauchsgüter. Okay, wir machen mal Gebrauchsgüter, damit wir die Moral nochmal... Obwohl, Moral steigt eigentlich gerade ganz gut. Aber wir lassen es jetzt mal so. Chemie... Wo ist denn das Ding? Chemiefabrik? Da. Zenoschein machen wir noch. Und die Dinger jeweils.
wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst beim Wasser, bei der Nahrung. Das ist tatsächlich so, dass, naja, nicht das Einzige, das wäre Quatsch. Aber so das Hauptproblem, was ich noch ein bisschen sehe. Hallo? Okay. Good news. Your citizens seem happy with your performance, and I think you have a good chance to win this referendum. Jo, danke. Ach, jetzt kommen hier wieder. Okay, Geothermiekraftwerk aufbauen. So, Seuchensporn entdeckt. Wir haben. We'd like you to increase the. Okay, nächstes Ziel sind 1000. Thorium. Ach, jetzt habe ich da wieder eine Pisse. Okay, 75% Zufriedenheit, sehr gut. Alter, das Lagerhaus ist fast schon wieder voll. Also diese Lagerhäuser, Wahnsinn. Da baust du dich ja wirklich dumm und dämlich mit Lagerhäusern hier immer. So, ich brauche auf jeden Fall noch ein riesen Hochhaus. My staff informs me that some of your colonists have become infected with microbes from plague spores. I trust you provide adequate healthcare to ensure the epidemic does not spread any further. Jo. We try our best. Habe ich denn eigentlich hier alles ausgebaut? Ja, sieht gut aus. Das können wir auch mal ausbauen. Habe ich denn jetzt die ganzen Wohnkomplexe? Ja. Ja, hilft nicht. Wir müssen dann irgendwann nochmal so ein Hochhaus bauen, damit wir auch auf die 1000 kommen. Arbeitslosigkeit 12%. Ja, ja, ja. Okay. So, Blitztürme. Ja, wir können natürlich auch nochmal ein bisschen hier rauf gehen dann. So, ich knall jetzt nochmal hier alles volle Granate nach oben. So, Bar Grill. Ja, 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 ich weiß. Danke. But here's the feedback I've compiled from your citizens. Boah, Alter, ich blicke hier überhaupt nicht mehr durch, wo hier was ist. Was ist das? Obelisk, Atrium. Hier, Bar Grill, das suche ich. Verstärkerausgabe. Dekontaminierung. Machen wir hier auch nochmal eine Bar und einen Grill. Auch nochmal eine. Ja, ja, ja. Nochmal eine Verstärkerausgabe. So, dann müssen wir jetzt gleich auf die nächsten Hochhäuser und Wohnhäuser gehen. Wo waren das mit den Gebrauchsgütern? Hier, das machen wir weg. Unbedingt Weizen. We're concerned about the food situation in your colony. Ja, ja, ja. Appears to be a growing problem. Is everything all right down there? So, okay, haben wir. One of your former colonies. Exportiere Konsumgüter, das ist easy. Ah, für Thorium meinetwegen. So, dann knallen wir uns hier noch ein Hochhaus hin. Dann machen wir uns hier, würde ich sagen, noch eine weitere. Machen wir uns nochmal ein Handelszentrum. Ach, hier diese Expeditionsdinger, die könnten wir eigentlich auch mal setzen. Also Wasser ist super. Nahrung geht auch. Zufriedenheit 79 ist okay. So ein Artefakt-Ding. Ich weiß nicht, ob wir hier ein Artefakt finden. Ein VA-Zentrum oder VR-Zentrum könnten wir nochmal bauen. Erdgeschichte. Okay, das könnten wir vielleicht auch nochmal setzen. Wir sind am Maximum. Okay, und jetzt brauche ich noch einen Außenposten und dann wären wir genau bei den 1000. Dann hätten wir 1000 Flüchtlinge. Ah, 162?
Okay, wir bauen mal vorsichtig aber noch einen Außenposten. Congratulations on your referendum victory. Ja, danke, 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 danke. Danke. Oh, Nahrung, alter Schwede. Oh, das ist so heftig. Mehl. Koribohnen. Okay, knallen wir uns da nochmal eine hin. Und da müssen wir nur irgendwie mal einen Weg hin schaffen. Da machen wir auf jeden Fall auch ein Geothermie-Kraftwerk noch hin. Was, Wasser? Ach nee, Luft. Luft ist schon wieder kacke? Ey, hör auf. Alter Schwede. Also. Wie viel von den Dingern habe ich denn jetzt gesetzt? Ist ja mittlerweile, muss ich ja wahrscheinlich 80 Ansauglüfter irgendwo gebaut haben. Upsala. Energie ist unzureichend. Nee, das glaube ich nicht. Habe ich eigentlich gesagt, dass hier automatisch wieder das dazukommt? Also ich meine nicht, dass ich es bräuchte, aber... It's time for referendum election. So, Blitzturmabdeckung ist gut. Handelszentrum. Konsumgüter. Ja, ihr müsstet theoretisch auch das machen. So, ich einen Sporn entdeckt, okay. Naniten für Rationen. Okay, wir müssen uns mal Rationen besorgen. So, Gebrauchsgüter haben wir, check. Alter, plus 63, plus 76, alter Schwede. Nutze ich eigentlich noch Pottasche? Ich nutze tatsächlich Pottasche. Habe ich denn noch welche im Inventar? Ich habe einfach noch 1700 Pottasche. So, dann hauen wir uns mal ein bisschen Pottasche raus. Okay, wir schaffen es definitiv 10 vor, also vor Zoll 10, das alles fertig zu bauen. So, VR-Zentrum. Alter, was ist denn hier los? Was sind wohl solche? Alter, Nanomedikamente. Okay, solchen brauchen wir erstmal nicht mehr. Nanomedikamente. Bernsteinwolle brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Wie ist denn die Zufriedenheit? 80%. Eieiei, super. So, hier können wir nochmal einen Park reinsetzen. So, es fehlen noch 126. What? Ah, Warnung zur Luftqualität, alles gut. Gut, dann können wir jetzt nochmal richtig erhöhen, die Geschwindigkeit. Ah, 420 Naniten. Ich würde tatsächlich gerne... Ich weiß nicht, ob ich das Expeditionsding bauen soll. Zerulischen Schein, okay. Alter, mein Lager raus. Arbeiten eigentlich welche im Lagerhaus? Nee, ist einfach nur eine Halle. Ich brauche eine zweite Chemieanlage auch noch. Ja, Luftqualität, I don't care. 81%, sehr gut. Also es geht jetzt auch nach oben. So. Lagerhalle. Luftqualität 89%.
Also ihr macht bitte Xenoschein aufrüsten. So, dann gehen wir mal ein bisschen auf die Karte. Der Rest kann hier entspannt weiterlaufen. Okay, Nahrung geht jetzt wieder ein bisschen nach oben. Creepsporn, oh ja, seht ihr? Wie sieht denn eigentlich hier... Das sieht ganz okay aus. Oh, Kriminalität ist okay. So, dann können wir noch mal ein bisschen forschen. Entari-Flocken machen wir noch. Achso, upgraden müssen wir das Ding auch mal. Krankenhaus bauen wir hier unten nochmal hin. Gut, und dann kann ich erstmal auf die Karte gehen. So, das müssen die Flocken sein. Ja. The reports of low food supplies are quite concerning. Please make sure your colony increases food cultivation immediately. Grotschibohnen. Mehl. Ja, passt schon. Boah, der ist ja langsam unterwegs. Gut, ich bin auch ein bisschen verwöhnt jetzt. Ach nee, aha, ich hab einfach einfache Geschwindigkeit. Oh, 1000, okay. Digga, was machst du nur? Okay, danke. Ich versuche zu fassen, das Level von Stupidität, das jemanden treibt, um das Equipment von der Expedition zu stehlen und versucht, es auf ihre eigene Hand zu setzen. Offensichtlich sind diese Leute eine Art fringe politische oder religiöse Fanatiker. Sie sind unwahrscheinlich, dass sie ruhig gehen, also seien bereit für einen Kampf. Okay, ja, irgendein Fight. Zufriedenheit 80%, sehr gut. Aber müssen wir nicht bald mal die Dings geschafft haben? 99. Jack, I've looped in the commander on the comm channel. So, what's the status of your analysis of the cube? Making progress. I've decoded what seems to be chapter 2. Chapter 2, huh? How many chapters are in this thing? I'm not sure. I think there were at least 20. Okay. If I recall correctly, you told us that the alien race that used to live on Avon Prime got a warning that they were about to go extinct. Right. Supernova coming, and you've got 10 years to write your last will and testament before you all die from the radiation. In 88,000 words or less. Yeah, they called it the final words. So, what I'm seeing in Chapter 2 is, they went a little nuts. A whole lot of wars started. Okay, that's ugly. You'd think they'd want to live out their last few years in peace. Well, look at it from their perspective. They were facing extinction, so they didn't have anything to lose anymore. But what is there to fight over at that point? I mean, if you're just gonna die anyway. The book. The 88,000 words that they could send back to that other alien species as their last words. Ah, the builders. Right. So I think a lot of them looked at it this way. If they were gonna die in 10 years anyway, why not spend the time they had left trying to make a difference? The final words would be the only thing that would outlive them. So that was all that mattered anymore. Man, all that killing over a book the size of a paperback novel. Yeah. Seems a little crazy when you put it that way. But again, from their perspective, imagine you're a parent and you have a big family with 7 kids. And you're in orbit in a spaceship with broken thrusters and it's gonna crash into the planet. And you can only send one message to your family before you die. Anybody you put in that position would really obsess over that message and try to get it right. Hmm. I see your point. It started off with a lot of political factions, like we used to have back on Earth. Liberals, conservatives, socialists, a couple others. They all had different ideas of how to tell their story and what to say. And they tried to negotiate, but the talks eventually collapsed. So, they just started fighting. They did. But there was also another faction. It was a very ancient sort of movement, kind of like a cross between a political movement and a cult. And they got really riled up, because their holy book was right around 85,000 words. And they were a smaller faction than the others, but they were a lot more violent.
They were convinced that because the size was within 3,000 words, that was a sign from their crazy octopus god that they should use their own holy book as the final words, plus 3,000 more words on the history of their cult. And they were willing to kill as many people as they needed to make that happen. What? No. So, they started a war, and they killed about 1 million people in the process. Holy... Did they win? I'm not sure yet. Still translating. That's great work, Jack. Keep us updated on all the progress. Oh, hab ich's echt geschafft! Oh, ich hab's geschafft! Oh, ein Glück. Ich hab gedacht, jetzt kommt noch viel mehr. Wow. Cool. Was? Ach, Farmleben. Family Guy habe ich erst gelesen. Also, nicht Family Guy, Familienleben. Sehr gut, wir sind oberster Befehlshaber. Also, wir haben die Mission erfolgreich beendet. Ging sehr schnell. Also, 2 Folgen hat das jetzt gedauert. Gut, wir haben natürlich auch nur eine einzige Sache zu tun gehabt, nämlich einfach nur Masse an Leuten hochzuholen oder hier runterzuholen auf die Kolonie. Super. Haben wir also. Gut, ich weiß nicht, warum ich hier immer noch bei 0% bin. Anscheinend zählt das hier nicht. Ja. Hauptmission haben wir erfüllt. Dann sehen wir uns morgen wieder. Dann geht's zur nächsten Kolonie. Mal gucken, was uns da erwartet. Und dann geht die Geschichte weiter. Ich bin immer noch gespannt, wer der Verräter ist. Wobei ich tatsächlich zugeben muss, dass ich ehrlich gesagt nicht ganz so auf die Hauptgeschichte achte. Weil mir die einfach utopisch lang übergehen, diese Gespräche. Also wenn du hier 5 Minuten quatschen musst oder zuhören musst, ich lenke mich dann halt, wie ihr wahrscheinlich mitbekommt, immer ab, indem ich hier auf der Kolonie weiterbaue oder in der Kolonie. Ja, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, diese Nebengeschichte, ich weiß nicht, die fesselt mich oder die catcht mich gerade irgendwie nicht so. Weiß nicht warum. Vielleicht geht es euch ja da anders. Ja. Aber wie gesagt, morgen geht's weiter und dann sehen wir mal, wo es uns diesmal hin verschlägt. Bis dahin, ciao, tschüss, auf Wiedersehen.